Der da? Der da. Warum würde jemand so etwas tun? So. Schnell weg. Bevor uns hier irgendwie erwischt. So. Schnell zum Informanten runter, rüber. Komm, komm, komm. Ah, ouch. Das war böse. Oh nein, lass mich doch bitte in Ruhe. Es ist getan. Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Bestimmt sind sie das. Ich danke dir 300.000 Mal und werde den nächsten Bürger retten, der da hinten noch ist. Muss ich auch noch hochklettern, hieß. Na ja, gut. Wie gesagt, ich bin eher der Verfechter von den Assassin's Creed über die Gedächer klettern als... Oh, ihre Nachforschungen sind beendet. Nö, dann kann ich genauso gut jetzt alles holen. Das ist das Ziel. Stirb, du Dieb! Doch jemand etwas? Außen! So. Ja, ist weg. Na kommt. Put, 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 put. Au. Das war ein großer Schlag. Tja. Stirbt immer der, der das Maul zwei aufreißt. Ja, sag ich doch. Und zack. Ach, daneben. Schade. Oh, der ist beim Stolpern tot umgefallen. Okay. Danke euch. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ach, danke doch nicht dafür. Gut, wenn wir jetzt eh schon unsere Nachforschungen abgeschlossen haben, dann... Wie konnte das geschehen? Was soll's, dann machen wir gleich alles frei hier. Huch. Da darf ich nicht rein. Ja. Ach ja, der Turm. Oh. Ach, und was ich alles darf. Das würde dich wundern. Er denkt, ihr seid doch alle doof. Warum geht ihr zu Fuß? Klettert doch einfach, ist viel, viel leichter. Nur an den Rand und am Rand auch klettern. Man sieht meistens eigentlich immer, wo man lang gehen kann, muss und so weiter. So, und synchronisieren. Und da ist der nächste. Was ist das? Gelehrte. So. Und schwupp. Oh, das ist ein Faustkampf. Wen darf ich verbracht? Der da rum. Garnier hört eure Rufe, eure Beschwerden. Ihr sagt, er wendet euren Leiden den Rücken zu. Aber das ist ungerecht. Unwahr. Er ist trotz seiner Gabe nur ein Mensch und kann nicht alle retten. Schon bald, meine Freunde, schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld, wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. So, jetzt folgen wir dem und verprügeln den dann gleich. Nur nicht so in der Öffentlichkeit, das wäre unklug. Ich sollte euch auf der Stelle erschlagen. Komm, komm. Geh doch mal irgendwo lang, wo man dich hauen kann. Die sind böse, ich glaube, die verprügeln immer mit. Weil die prügeln mit.
Dank. Könntet ihr ein paar Minuten entbehren? Könntest du bitte mal beiseite gehen, danke. Gnade, Gnade, tötet mich nicht. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht, was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler, nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum. Geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Ja, na klar. Töte ihn direkt neben dem... Na gut, der läuft weg. Dann mal ganz schnell weg. Bevor die hier noch auf die Idee kommen, mich anzugreifen. Ach, ist das schön. Ich liebe das. So, ist jetzt die angegriffene... irgendwo sein, oder nicht? Stirbst du dir? Ach da. Warum tut ihr das? Was hab ich getan? Aus dem Weg! Hier wirst du sterben! Ja, zieh bitte mal dein Schwert, Alter. Ihr, hallo. Vielen Dank. So, jetzt darfst du den ersten töten. Und jetzt darf der zweite dran glauben. Ach, da ist ja noch einer. Und was dann? Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ja, wieder gerne. Ja, deine Güte, ist mir doch egal. So, da ist gleich der nächste Aussichtspunkt. Da! Ein Assassine! Den braucht er nicht. Ist umfassend da, also. So. Na komm. Hoch mit dir. Hoch, sagte ich. Ich wollte gerade sagen, nicht da rein. Lieber da weiter. Der verdammte Narr hat wohl den Verstand verloren. Ups. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Ein Assassine! Tja, der Assassine tötet euch. Das war Zufall. Na, ja, wo denn? Doch hier eben noch ihn gesehen. Na egal, ab hoch da. Da hoch und da rum. Ganz leise mit dem Hund über die Tauben. Nice, eine Kathedrale. So, dann gehen wir jetzt nach Norden, nehmen das und dann dahin. So. Oh, da ist ein Taschendiebstahl. Ah, ich glaube, der ist da drin. Das heißt, ich gehe doch nochmal wieder hoch. Zack, noch höher. Komm, ach, nein, ist aber. Ist doch nicht wahr.
So, und hier war doch irgendwo ein Eingang. Ihr habt hier nicht. Genau. Ihr habt hier nichts. So, schön hochgepackt. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, danke. Ich muss da jetzt irgendwie reinkommen. Ich denke mal, am besten hier drüber. Über den Seiten normalen Eingang. Hier müsste irgendwo ein Eingang sein. Ach, komm schon. Muss eine Stange drüber. Ich da irgendwie hinkommen. Da ist ein. Zwei. Den da. Oh. Leck. Oh. Oh, uncool. Ich hab Standbilder. Ich hoffe, das wird sich gleich wieder. Ich werde. Sterben? Hallo? Das reicht mir aber hier. Na, das ist echt Scheibenkleister. Ja, jetzt stehe ich in der Wand. Ich da irgendwie gerade reingebackt. Ich glaube, ich muss die Aufnahme gleich beenden. Schade ist. Das ist echt nervig. Tut mir wirklich leid gerade. Ich mache nur noch den Kampf hier zu Ende. Quatsch dann die Tosse an. Ich kann gerade auch nichts anderes machen, dadurch, dass ich jetzt hier noch im Kampf bin. Jedes Mal, wenn ich eine Dolche leckt, ist das ist echt uncool. Aber wenn ich die Frau da gerettet habe, dann ist es auch. So. Jetzt quatsche ich die an. Danke euch. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Hoffe ich auch. Und es leckt wieder, das ist doch nicht mehr normal. Was ist das? Gut. Aber wir haben einen Burger gerettet. Es wird gespeichert. Und ich verabschiede mich dann für diese Session. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Euer Soli-LP.